Verpflegungsgeld für ehemalige Polizisten der DDR anerkannt. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Der Kreis schließt sich, eines der letzten Landessozialgerichte in Ostdeutschland, das Thüringer Landessozialgericht, hat am 15. Mai 2019 entschieden, dass das sogenannte Verpflegungsgeld für einen ehemaligen Polizisten der DDR als Arbeitsentgelt anzuerkennen ist und damit die Wirkung hat, dass dieser Kläger aus dem Verfahren hier eine Rentenerhöhung bekommen wird, weil das Arbeitsentgelt oder dieses Verpflegungsgeld, was ihm damals in der ehemaligen DDR monatlich bezahlt bekommen hat, hier für die Rentenberechnung zur Rentenerhöhung führen wird. Der Kreis schließt sich. Ja, das muss man wirklich so sagen, denn im Land Sachsen-Anhalt gab es schon 2017 eine Entscheidung vom Landessozialgericht aus Halle. Wir haben darüber berichtet auf rentenbescheid24.de und dann hat die Landesregierung hier mit einem entsprechenden Runderlass verfügt, dass alle Polizisten, die hier in Sachsen-Anhalt wohnen und dann auch ihre Ansprüche geltend machen können. Viele warten ja schon jahrelang auf diese Entscheidung. Dann hat Berlin nachgezogen, Brandenburg auch. In Land Sachsen wird noch heftig diskutiert, obwohl das sächsische Landessozialgericht hier auch schon eine entsprechende Entscheidung getroffen hat. Wir gehen davon aus, dass die Landesregierung in Thüringen jetzt endlich auch sagen wird, okay, dass der Sonderversorgungsträger, der dafür zuständig ist, jetzt die entsprechenden Bescheide erlassen wird. Was heißt das im Einzelnen? Dieser Kläger hatte im Jahr 2009 einen Überprüfungsantrag gestellt. Und dann gab es natürlich erstmal eine Ablehnung und dann ist er ins Klageverfahren gegangen und im laufenden Klageverfahren hat er dann im Berufungsverfahren sogar dieses Verfahren ruhend gestellt. Und zwar bis 2018, also fast 10 Jahre ruhend gestellt. Und dann hat er das Verfahren im Jahr 2018 wieder aufgenommen und das Landessozialgericht Thüringen hat jetzt zu seinen Gunsten entschieden. Das bedeutet, er bekommt nicht nur von 2009 bis 2019 eine Rentennachzahlung, sondern auch schon ab 2005, denn er kommt ja 4 Jahre zurück. Das heißt also, er wird eine große, wahrscheinlich große Rentennachzahlung bekommen und zwar maßgeblich aus der Zeit, wo er Verpflegungsentgelt bekommen hat. Und das waren hier fast 20 Jahre in der DDR, also ein ganz langer Zeitraum. Und gehen Sie bitte davon aus, dass Verpflegungsentgelt betrug kalendertäglich um die 3 Mark der DDR. Das heißt also, wir haben es hier mit ca. 1000 Mark DDR noch Einkommen jährlich zu tun, die für die Rentenberechnung letzten Endes zugrunde gelegt werden. Das führt zu einer deftigen Rentenerhöhung und natürlich auch Rentennachzahlung. Und viele Rentnerinnen und Rentner, die in der ehemaligen DDR bei den bewaffneten Organen waren, bei der Polizei waren, können jetzt auch wieder in Thüringen Hoffnung schöpfen, dass es jetzt vorangeht. Wir als Rentenberater von Rentenbescheid 24 vertreten viele Mandanten in solchen Angelegenheiten und wir bekommen jetzt gerade aus dem Land Sachsen-Anhalt viele Bescheide zurück, wo die entsprechenden Verpflegungsentgelte aus der ehemaligen DDR als Arbeitsentgelt im Bescheid umgesetzt worden sind und auch zu einer Rentenerhöhung führen. Das Thüringer Landessozialgericht hat aber nur das Verpflegungsentgelt anerkannt. Das sogenannte Bekleidungsgeld hat es als rentenrechtliches Einkommen abgelehnt. Das war aber relativ gering. Also da muss man sich eigentlich gar nicht weiter drum bemühen. Das macht den Hasen in Anführungsstrichen nicht fett. Näheres zum Thema Verpflegungsgeld und Sonder- und Zusatzversorgungssysteme aus der ehemaligen DDR finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.